Hallo Fans und Freunde der WNA, ich bin gerade am Weg zu einem Fangespräch. Heute interviewe ich den Thomas Teser. Die meisten von euch werden ihn kennen, er hat mitgearbeitet an dem Film Es geht sich immer nicht aus. Ein Kultfilm für uns WNA-Fans. Und irgendwo hier habe ich mein Auto abgestellt. Naja, werde schon finden, die Kiste. Ich werde mich natürlich mit ihm über den Film unterhalten, über die Fans und das Verhältnis der Fans zum Verein. Denn die Vereinsführung hat wieder den guten alten Wiener Fan für sich entdeckt. Kann ja auch nicht schaden, den wahren Fan bei der Stange zu halten. Ja, es muss einem schon was wert sein, Wiener Fan zu sein. Denn nur der zahlende Fan ist der gute Fan. Ist auch recht schwierig, heutzutage einen modernen Fußballverein am Leben zu halten. Da muss schon die ganze Familie mithelfen. Wiener Family. Naja, nicht so schlimm, kein Problem, dass sich nicht mit ein bisschen Zuckerwatte lösen lässt. Also, schaut euch das an, lasst mir ein Like da, wir sehen uns. Come on Vienna. Hallo liebe Vienna-Fans, heute wieder ein Interview und zwar dieses Mal mit dem Thomas Teser. Und wir wollen uns gerne mal über ein ganz wichtiges Thema unterhalten oder vielleicht etwas, was die meisten von euch kennen, nämlich der Film Es geht sich immer nicht aus. Wie kamst du dem Film? Könntest du noch ein bisschen was erzählen über den Film? Ja, das ist ja mittlerweile schon 12 Jahre her. Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen. Begonnen hat es damit, dass wir in der Saison, in der Herbstsaison 2005 eigentlich eine recht gute Saison gespielt haben und es so ausgeschaut hat, wir haben auch als Herbstmeister überwintert, dass wir in dieser Saison wirklich nach langer, langer Zeit wieder einmal aufsteigen könnten. Mhm. Und vielleicht sogar einen Meistertitel einfahren, auch das schon lange nicht mehr passiert, weil auch die Aufstiege damals in der Aufzugsvereinsphase in der zweiten Liga oder so keine Meistertitel waren, wo wir aufgestiegen sind, meines Wissens nach, sondern es waren immer irgendwie Liga-Verschiebungen oder zwei sind aufgestiegen und wir als Zweiter oder so. Also das war auch nie mit einem Meistertitel und deswegen war zuerst mal die Intention, dass diese Meistersaison aufzunehmen, dieses historischen Moment wahrzunehmen und dabei die Mannschaft und die Fans zu begleiten. Also die Intention war, die Fans zu begleiten in dieser Saison. Und zwar, weil wirklich eine große Euphorie da war. Mhm. Und wir das einfach dokumentieren wollten für die Nachwelt. Auch diese grandiose Fanszene, gerade in dieser Euphorie mit dem möglichen Aufstieg. Mhm. Und wie wir wissen, ist es ja dann ganz anders gekommen. Wir sind nicht Meister geworden, sondern sogar nur Dritter. Mhm. Es war recht lang, sehr spannend. Wir haben aber schon ziemlich schnell erkannt im Laufe der Dreharbeiten, wir sind überall hin mitgefahren, wir haben jedes Spiel gefilmt, wir haben vor dem Match, nach dem Match Interviews geführt, wir haben Leute einzeln getroffen, die Fangeschichte erzählt haben oder wie sie zu dem Verein kamen. Wir haben dann aber recht schnell erkannt, dass das eigentlich so die viel schönere Geschichte ist, weil sie viel mehr Authentizität bringt, weil sie viel mehr vom wirklichen Fantum der Wiener Fans zeigt, von dieser Leidenschaft, eine Mannschaft zu begleiten, die schon sehr, sehr, sehr lange keinen großen Erfolg mehr gefeiert hat und man trotzdem jedes Wochenende auch in der dritten Liga mitfährt. Mhm. Und dafür auch gar nicht belohnt wird, weil man wieder nicht aufgestiegen ist. Und so gesehen war das dann eigentlich die viel, viel schönere Geschichte. Und wir waren sehr froh darüber, dass das dann so geworden ist, weil es dann einfach wirklich die Wiener Geschichte war. Kam das eigentlich spontan? Hast du eines Morgens gesagt, das müssen wir machen oder habt ihr es geplant? Ich habe es eigentlich, plötzlich kam mir die Idee und ich habe dann einen Freund von mir gefragt, der damals auch Film studiert hat und habe ihn gefragt, ob das eine gute Idee wäre, ob wir das nicht machen sollten und er war hellauf begeistert sofort. Und dann ist uns aber eigentlich aufgefallen, dass wir das Equipment gar nicht dafür haben und jemanden brauchen, der zumindest eine Kamera besitzt. Mhm. Man kann sich immer wieder eine ausborgen. Wir haben teilweise mit 3 Kameras sogar gefilmt. Das, wow. Man sieht es ja auch an den Positionen, die Gegenschnitte. Mhm. Und so kamen wir da zum Freddy, der ja schon Erfahrung mit Film hatte und auch schneiden konnte, was ja nicht unwichtig ist. Also der war wirklich ausgebildeter Cutter und auch Wiener Fan und war auch total begeistert von der Idee und so haben wir uns einfach schon vom ersten Spiel an unsere Sachen gepackt und sind einfach mit und sind blauäugig, naiv und unerfahren in das Ganze reingegangen und
das war auch die Intention so. Wir wollten weder den Verein involvieren, wollten auch kein Geld von niemandem haben. Wir wollten völlig unabhängig nach unserem Gutdünken das Ganze durchziehen. Mhm. Als Teil der Vienna Fanszene, mhm. was auch ein großer Vorteil war, weil die Leute uns auch nicht als Filmer von außen wahrgenommen haben, sondern wirklich als Teil der Fanszene, was wir ja auch waren oder sind. Mhm. Man sieht es ja auch oft genug im Film, wie wir selbst mitfiebern und mitfeiern und mitschreien. Mhm. Und somit haben wir auch einen ganz anderen Zugang zu den Fans bekommen. Also wir drehen wirklich aus der Mitte heraus und das ist ganz, ganz selten. Und wie viele Leute waren Sie da? Zu dritt. Wir haben also, das Hauptteam war zu dritt. Es gab viele Leute, die uns geholfen haben. Es gab einen professionellen Sprecher, der auch Vienna Fan war, der dann nachher den Text drüber gesprochen hat. Mhm. Es hat jemand die Musik dazu gemacht, ein Freund von uns, der sehr guter Akkordeonspieler und sonst auch sehr guter Musiker ist. Er spielt mehrere Instrumente. Es gab andere Leute, die uns beraten haben bei Lichtgeschichten oder so. Also das sind eh auch alle im Abspann erwähnt. Es waren natürlich dann im Endeffekt schon viel, viel mehr Leute, die daran mitgewirkt haben und geholfen haben. Aber so das Hauptteam waren wir drei. Also ich, der Jonas Müller und der Fred Lachinger. Das war ja nicht nur die Spiele, sondern ich sehe auch dann Schneeräumen vor dem Spiel und so. Genau, ja. Also rundherum. Was sich ergeben hat, wo wir das Gefühl gehabt haben, das ist interessant. Oder auch die Kojoten daheim einzeln zu interviewen und mal nachzufragen oder beim Terrassinger zu sitzen und dort mal eine andere Fangruppe zu fragen, wie sie die Situation einschätzt, wie ihre Geschichte war oder was auch immer. Also viele, viele Dinge auch rundherum. Aber bewusst den Verein und seine Protagonisten völlig draußen gehalten. Es ist ordentlich viel Material zusammengekommen. Es waren Unmengen an Stunden Material, ich weiß nicht mehr genau, aber so an die 200 Stunden werden das schon gewesen sein. Und wir haben uns dann auch wirklich 2 Monate oder so eingebunkert bei mir in der Wohnung. Das heißt, untertags arbeiten gegangen, dann nachher alle bei mir getroffen, dann die Nacht oft durchgeschnitten, zuerst mal Material sichten, ewig lang Material sichten, alles genau aufschreiben, auf welcher Kassette befindet sich jetzt. Kassette? Waren damals noch so DAT-Kassetten oder glaube ich, oder wie heißen die? VHS. Na, VHS war es nicht, das waren diese kleinen Digitalkassetten. Okay. Und das einmal wirklich alles durchschauen und welche Szenen passen gut, welche passen gut zueinander, wo ist der Ton auch gut, wo passt alles, was zeigt die Leute auch im richtigen Licht. Wir waren wirklich in den intimsten Momenten bei den Leuten dabei. Auf was dabei. Habt ihr geachtet, wenn ihr so euch vorbereitet habt, beziehungsweise beim Drehen, auf was ist euch angekommen? Einfach die Kamera so unauffällig wie möglich mittendrin zu halten und einfach, die Leute haben uns sehr vertraut auch. Also es war nie ein Problem, die Kamera rauszunehmen, wenn die Stimmung gerade gut war und das zu filmen. Die Leute haben einfach gewusst, dass wir mit dem Material, das wir haben, sehr sorgfältig umgehen werden. Mhm. Und dass wir niemanden da bloßstellen werden und wenn wir irgendwas gefilmt haben, zufällig, das vielleicht für eine Person unangenehm sein könnte, dass wir das ganz sicher nicht verwenden werden. Und das haben wir auch nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es Situationen gab, wo es jetzt wirklich Personen in unpässlichen Situationen gefilmt wurden. Also das kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Vom Sichten des Materials war nicht viel dabei, was wir aus diesem Grund aussortiert haben. Wir haben viele technische Anfangsfehler gemacht, mit verwackelter Kamera, mit Mikrofon vergessen einzuschalten. Also all diese Dinge, durch die man durch muss, wenn man eigentlich keine Erfahrung hat. Und haben dann eigentlich von Spiel zu Spiel dazugelernt. Und es wird auch dann im Laufe der Saison immer fokussierter und konzentrierter. Und es war dann schon recht schnell klar, dass wir uns eigentlich auf eine andere Geschichte konzentrieren und nicht auf diese Meistergeschichte, sondern auf die Geschichte der Fans und auf die Geschichte der Leidenschaft und auf die auch Geschichte des mit dem Enttäuschtwerden und des Underdog-Tums umzugehen und es trotzdem wunderschön und spaßig zu finden und dass es eigentlich um andere Dinge geht als um sportliche Erfolge. Und wie kam es zum Titel? Das ist in einem Interview passiert, man sieht es auch im Film, der Regenjacken-Eddy, Dudelsack-Spieler auf der Hohen Warte, wurde dann am Schluss interviewt und er sagt dann eben diesen legendären Satz, es geht sich immer nicht aus. Und das hat so gut auf den Punkt gebracht, wir hatten noch überhaupt keinen Arbeitstitel, keinen Plan, wie der Film eigentlich heißen soll, haben uns einfach gedacht, irgendwas wird schon rauskommen, was wir entdecken werden und genau so war es auch. Also genau dieser Satz hat gepasst, besser geht's nicht. Ja, ist mittlerweile legendär und ja, oft kopiert. Oft kopiert, auch in fast jedem Zeitungsartikel, der mit der Vienna zu tun hat, kommt das heute noch vor. Ich habe es erst, glaube ich, vor 2 Wochen im Standard wieder gelesen, war ein Artikel, wo auch wieder, es geht sich immer nicht aus, im Zusammenhang mit der Vienna vorgekommen ist. Ohne unseren Film jetzt zu erwähnen oder so, es macht auch nichts, aber es bringt es einfach wirklich auf den Punkt. Es bringt es auf den Punkt, schon seit langer, langer Zeit quasi der ewige Verlierer zu sein, aber trotzdem daran Spaß zu haben, daran festzuhalten und einfach weiterhin zu gehen und sich zu amüsieren. Was wurde dann aus dem Film? Was ist dann weitergegangen?
Er ist überraschend erfolgreich geworden, sowohl nämlich als Verkaufs-DVD, was auch damals schon nicht so selbstverständlich war, dass DVDs sich gut verkaufen. Mhm. Wir haben einen sehr guten Vertrieb bekommen, auch über Freunde von uns. Also er ist über den Hornsel ja vertrieben worden. Er war in vielen Buchhandlungen, er war beim Mediamarkt, er ist im Saturn gelegen. Natürlich viel über Fankreise auch weitergegeben worden. Viel haben die Wiener-Fans auch gekauft, direkt bei uns oder bei den Fans. Und er hat sich extrem gut verkauft eigentlich. Wir mussten ihn nachpressen. Okay. Also wir haben am Anfang mit nicht so viel Stückzahl gerechnet. Und dann kamen auch Angebote aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland natürlich. Mhm. Wir haben dann so eine kleine Tournee gemacht, wo wir dann auch in Deutschland gewesen sind, bei St. Pauli, bei Union Berlin in Berlin. Mhm. Haben Kontakt mit Carl Zeiss Jena. Wir waren dann auch in Österreich, in Graz, in Innsbruck, in Salzburg ist er gezeigt worden, auch an verschiedenen anderen Orten, auch in Linz natürlich. Mhm. Ist überall sehr, sehr gut angekommen und nämlich genau auch aus diesem Argument, weil das einfach kein Film von außen war. Ja, vor allem die Hochverstraße, ich meine Norddeutschland. Überraschenderweise, vor allem in Berlin ist mir das in Erinnerung geblieben, es war in einem besetzten Haus, es war bummvoll, es waren sicher 200, 300 Leute dort, ganz sicher. Und die haben wirklich an den richtigen Stellen gelacht. Also da gab es schallendes Gelächter bei Slang-Sätzen, wo ich mir gedacht habe, das verstehen die nie, den Schmäh. Mhm. Aber hat voll funktioniert und ich glaube, da ging es auch gar nicht so um die Sprache, sondern es war einfach viel durch die Situationen, durch das Agieren der Personen, die gesprochen haben, klar. Und es hat einfach irrsinnig viel Charme. Die ganzen Menschen, die sich da, wie sie sich präsentiert haben und mit ihrer Leidenschaft, haben einfach unglaublich viel Charme gehabt und haben allein schon großartig gewirkt. Und es sind ja auch wunderbare Menschen, die wir auch dokumentieren wollten. Wir wollten zeigen, was da für unglaublich nette, wunderbare, lustige Menschen mitfahren und welchen Spaß die auch miteinander haben. Wie würde so ein Film heute ausschauen, wenn man jetzt sagt, diese Saison oder nächste Saison zu drehen? Anders. Insofern, also ich glaube, den Zugang kann man wirklich beibehalten. Also das kann man machen, das würde genauso funktionieren. Die Fanszene hat sich dann auch natürlich durch den Aufstieg in die erste Liga schon stark vergrößert. Also es sind sehr, sehr viele junge Menschen vor allem dazugekommen, was auch sehr gut ist. Damit kamen auch andere Fankulturen dazu, andere Ausdrucksweisen. Es hat sich etwas differenziert jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Man müsste umfangreicher agieren. Man müsste viel, viel mehr Szenen und Gruppen irgendwie versuchen zu involvieren. Aber vom Zugang her, glaube ich, funktioniert das nach wie vor noch so. Wie ist dein Gefühl jetzt in der zweiten Landesliga, wenn du wieder zu einem Spiel kommst und das miterlebst? So im Vergleich zum Beispiel. Ich habe große Sorge gehabt, ganz ehrlich gesagt, bei der zweiten Landesliga. Das war mir doch dann schon ein bisschen zu weit unten. Mhm. Ich habe mir gedacht, es wird schwierig, mich damit zu arrangieren und wieder diesen Enthusiasmus zu entwickeln. Ich bin auch älter geworden natürlich, also ich bin längst nicht mehr so aktiv, punkto Singen oder so, wie ich es damals zum Beispiel beim Film noch war, aber das muss jetzt nicht unbedingt nur mit der Vienna zusammenhängen, das hängt sicher auch mit meinem Alter und anderen Dingen zusammen, aber ich bin dann doch sehr überrascht gewesen. Ich habe die ersten Spiele dann in der zweiten Landesliga auch alle besucht und es hat einfach einen unglaublichen Charme, irgendwo in der Einöde zu stehen und das Bier aus dem Pappbecher zu schlürfen und dort ein Spiel anzuschauen, das sportlich wahrscheinlich jetzt überhaupt keine Bedeutung hat. Mhm. Teilweise auch mit skurrilen Protagonisten gespickt ist, die Mannschaften auf beiden Seiten oder vor allem beim Gegner. Mhm. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Es ist total familiär und herzlich und wir werden auch überall nett aufgenommen und es hat halt ganz einen anderen Charme als die Zeit in der ersten Liga. Ne? Ja. Jetzt ist halt alles wieder ein bisschen wienerischer, legerer, gemütlicher, aber auch herzlich und hat seinen Charme, hat andere Qualitäten. Weiß nicht, ob ich das lange lustig finde, in der zweiten Landesliga. Ich denke, die Wiener gehört zumindest in die Regionalliga. Das wäre dann schon irgendwann mal wieder Zeit, weil ich vor allem auch nicht glaube, dass wir es finanziell überleben würden in der zweiten Landesliga auf Dauer. Und das wäre dann schade. Mehr auch oft um die Party selber geht, gar nicht um das so sehr spielen. Um diese wunderbaren Menschen, die ich sonst nicht treffen würde. Es sind so viele großartige Freundschaften. Ich bin seit
mein erstes Spiel auf der Hohen Warte war Ende der 70er Jahre. Ich bin wirklich aktiv in der Fanszene seit Ende den 80er Jahren, Anfang 90er, ganz extrem. So viele wunderbare Freundschaften sind entstanden, aber man muss ganz ehrlich sagen, man hat diesen Fixtermin, Fußballmatch, man trifft diese Leute, sonst im Privatleben treffe ich die nicht, also die wenigsten. Und das wäre verloren. Ich meine, man kann sich nicht, wenn man dann älter wird, Familie hat und alles Mögliche, kann man sich einfach nicht mit 300 Leuten privat treffen. Das geht nicht. Am Freitag kann man das gemeinsam gesammelt machen. Ja, treffe ich einfach und da braucht man sich auch gar nichts groß ausmachen. Wer da ist, ist da und man tauscht sich kurz aus, man hat seinen Smalltalk, es ist alles wunderbar, man feiert gemeinsam, es ist wunderschön, aber das wäre alles verloren, wenn es die Vienna nicht mehr geben würde. Ich glaube kaum, dass wir uns in derselben Konstellation wieder bei einem anderen Verein finden würden. Wenn dann wahrscheinlich viel, viel kleiner und abgespeckter, viele werden sehr frustriert und würden wahrscheinlich ganz drauf pfeifen. Ja. Das ist meine Befürchtung und darum tät es mir am meisten leid. Bei sportlichen Erfolgen, wie gesagt, es sind ja eh immer zweitrangig gewesen, aber diese wunderbaren Menschen und diese netten Partys und netten Stunden gemeinsam zu verbringen, das wird mir am meisten abgehen. Ja, man hat auch ein gemeinsames Thema gleich. Genau, also der Anschluss ist auch schneller und einfacher. Genau, auch für neue Leute. Ich lerne bei jedem Match wieder neue Leute kennen, die ich jetzt vorher noch nicht gekannt habe, obwohl ich schon so lange dort war, die vielleicht jetzt erst frisch dort sind oder es hat sich nie ergeben, dass man gemeinsam nebeneinander zufällig steht und mal was zum Quatschen hat. Also wie gesagt, neue Bekanntschaften, alte Bekanntschaften, die man pflegen kann, wunderbar. Also auf die einfachste Art und Weise, ohne sich großartig was ausmachen zu müssen. Was mir auch so gut gefällt an der Vienna ist, dass so viele unterschiedliche Menschentypen da sind. Ja, absolut. Ja. Also das total differenziert. Das war wirklich auch letztens, auch viele Nicht-Vienna-Fans kommen einfach zu den Spielen, weil die Atmosphäre so nett ist. Und die wird man sonst auch nicht sehen. Ja. Also auch viele Leute, die ich aus ganz anderen Zusammenhängen kenne, sind dann da und man amüsiert sich köstlich. Und das ist wunderschön. Sehr, sehr unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen musikalischen Szenen, aus unterschiedlichen Schichten, wie man es auch sagen will. Also es ist ganz gemischt und alle trotzdem verstehen sich auf irgendeine Art und Weise. Es wäre auch schön, wenn man diese Leute bündeln könnte für die Arbeit an der Mitte Vienna sozusagen. Schwierig. Dass man halt sagt, da gibt es Musiker, da gibt es Grafiker, da gibt es Fotografen, alles Mögliche. Naja, es gibt zwei Dinge, die das ein bisschen verhindern. Das eine ist, dass die Vereinsoffiziellen oft dieses Potenzial nicht erkannt haben und nicht richtig genutzt haben oder Leute, die sich dann schon angeboten haben und mitgearbeitet haben, dann doch vor den Kopf gestoßen haben, muss man sagen. Okay. Für viele andere ist es einfach so, das ist die 4-5 Stunden absolute Freiheit und Freizeit, die sie haben pro Woche und die möchten sie nicht dann mit Arbeit noch irgendwie belasten oder unter der Woche dann vielleicht noch hinfahren und Dinge erledigen. Deswegen sind viele auch sehr schwer mobilisierbar für irgendwelche Tätigkeiten, weil die einfach sagen, hey, mir geht es um den Spaß am Fußball und ich mag mich da gar nicht mehr rein. Da schalte ich ab, da ist einfach mein freies Gehege, da ist eine geschützte Werkstätte, da kann ich machen, was ich will. Und alles, was auf der Hohen Warte passiert, bleibt auch auf der Hohen Warte. Das ist ja wie in Las Vegas. Und diese beiden Dinge kombiniert machen es halt sehr, sehr schwierig. Aber unumstritten würde ich schon sagen, dass oft die Raffinesse der Vereinsoffiziellen gefehlt hat, da mehr Leute zu involvieren und das auch zu schätzen, wenn sie sich involviert haben. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Und diese Fehler werden immer wieder auch von unterschiedlichen Leuten begangen. Ich kann das jetzt über fast 30 Jahre lang kann ich das beobachten oder noch länger. Und es hat sich gebessert manchmal war es wieder schlechter. Also grundsätzlich hat sich es gebessert. Seit den 80er Jahren zum Beispiel oder so. Aber noch lange nicht ausgeschöpft und es werden oft genug wieder dieselben alten Fehler gemacht und das ist schade. Ja, stimmt. Auch wenn man die Leute vorher darauf hinweist und ihnen sagt, hey, wenn ihr ein bisschen raffiniert seid, dann kann da viel gehen und ihr könnt euch viel Arbeit und viel Sachen reinholen, viel an Kompetenz reinholen von den Leuten, ohne da jetzt großartig zahlen müssen dafür oder was auch immer, die machen das gerne. Aber mir kommt vor, der Respekt fehlt einfach oft den Leuten gegenüber. Es gibt diesen Glauben nicht, dass sich da auf der Hohen Warte ein Haufen erwachsener Menschen gefunden haben, die alle ihre Qualitäten im Berufsleben haben und was auch immer, Kompetenzen haben in allen möglichen Richtungen, sei es sozial oder technisch oder was auch immer.
dass die jetzt echt fähig wären, da wirklich professionell mitzuarbeiten. Mhm. Kommt mir vor, dass dieser Glaube fehlt dann und auch wenn es die Leute beweisen, dass dann irgendwie der Respekt fehlt, das auch zu honorieren. Mhm. Und das haben ja schon einige auch in meinem Umfeld schmerzlich miterleben müssen, ne? Mhm. Und waren dann sehr enttäuscht. Siehst du das als Problem, dass sich die Fanszenen untereinander so wenig austauschen? Es gibt zwar die Supporters als Dachverband, aber das Coyoten mit Wanderers... Naja, die Coyoten, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Die Coyoten sind eigentlich nie ein wirklicher Fanclub gewesen. Das war ein loser Zusammenstoß von Leuten, die einfach gemeinsam an Fan-Tätigkeiten gearbeitet haben, mal mehr, mal weniger. Wir haben auch immer gesagt, wir wollen uns nicht organisieren. Wir haben da immer einen sehr anarchistischen Hintergrund gehabt, der bei vielen auch politisch begründet war. Also es gibt auch keinen Chef oder keiner bestimmt, ob du jetzt Coyote bist oder nicht. Jeder, der sagt, er ist ein Coyote, ist ein Coyote. Und das war auch nie jemand dabei, wo wir sagen mussten, du darfst nicht sagen, dass du ein Coyote bist, weil sich eh jeder von vornherein entweder zugehörig gefühlt hat oder nicht. Und dann hat er es auch nicht gesagt. Das war auch kein Problem. Es gab keine Mitgliedsausweise oder irgendwas anderes, überhaupt nicht. Ja. Und das war zeitlang wirklich bewusst so. Und irgendwann ist aus diesem bewussten Nicht-Organisieren und chaotischem Haufen einfach große Bequemlichkeit geworden. Und irgendwann hat das dann nicht mehr den Sinn erfüllt. Und deswegen haben ich und auch einige andere Coyoten sich dann auch im Dachverband organisiert. Andere Fanclubs sind ganz anders zustande gekommen, haben ganz andere Intentionen. Sie sind sehr vielfältig, die Fanclubs auf der Hohen Warte. Es gibt Austausch, den gibt es wirklich. Okay. Es gibt ihn sowohl positiv als auch negativ. Es gibt oft Konflikte, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Ansichten, die man dann teils heftiger, teils weniger heftig auch auslebt. Der Dachverband hat viel versucht, da auch an Gemeinsamkeit zu schaffen, hat auch viel geschafft. Mhm. Aber es ist auch immer von den Leuten abhängig, wie weit sie sich einbringen wollen. Klar. Und das Wichtigste, denke ich, im Dachverband, also ich arbeite auch sehr gerne im Dachverband mit, ist die Tatsache, dass wir das immer offen halten müssen. Das Angebot muss es immer geben, aber wir können Leute auch nicht dazu zwingen. Und da haben sich halt manche Fanclubs, muss man ganz eindeutig sagen, als viel aktiver erwiesen als andere. Mhm. Und natürlich sind deren Anliegen dann noch mehr transportiert worden über den Dachverband. Ja. Glaubst du, ist es gut, dass es so viele unterschiedliche Fangruppen gibt oder ist das also positiv? Ich glaube, das ist keine Frage von gut oder schlecht. Das ist einfach die Realität, damit müssen wir leben. Also das ist einfach so und das wird es auch immer geben und damit muss man einfach nur gut umgehen. Und ich denke, dass Vielfalt nie ein Fehler sein kann. Mhm. Wie gesagt, es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Es müssen auch alle irgendwie ihren Platz haben. Mhm. Wenn sie unsere Grundwerte, von der ich schon ausgehe, dass das alle auf der Hohen Warte auch teilen, was heißt keinen Fall rassistisch sein, keinen Antisemitismus, keine Homophobie und diese Dinge. Also wenn diese Grundwerte erfüllt sind, dann denke ich, sollte jeder seinen Platz auch haben. Was ja auch, diese Grundwerte sind ja auch ein Markenzeichen von den Wiener Fans. Ja, das unterscheidet sie ja von vielen anderen. Absolut. Es wird oft kritisiert, dass es vielleicht hohl ist oder dass es übertrieben ist, aber unumstritten ist es ein ganz wichtiges Merkmal der Wiener Fans und auch etwas, mit dem man hausieren gehen kann. Ja. Mhm. Also das ist ja, das Derby of Love gibt es ja nicht umsonst und das entspringt ja aus einer sehr toleranten und sehr vielfältigen Kultur. Mhm. Konflikte sind auch wichtig und werden auch immer passieren. Mhm. Die kann man nicht wegleugnen. Wie gesagt, es geht nur darum, wie geht man damit um und was, wie macht man was Konstruktives draus. Derby of Love ist ja ein Stichwort, weil es gab ja letztes Jahr vom Verein aus und dann auch von den Fans aus ein bisschen Troubles. Schwierigkeiten, Stichwort Aussendung des Vereins bezüglich der Büro. Was kann man dazu sagen? Das ist natürlich, jeder hat da so seinen Standpunkt. Ich mag diesen Fall gar nicht großartig jetzt in seine Einzelteile zerlegen. Ich kann jetzt nur sagen, was ich von außen beobachtet habe. Oder deine Meinung. Als jemand, der im Dachverband da schon mitgearbeitet hat, in irgendeiner Form beobachtet habe, es ging ja speziell um gewisse Fanclubs. Das Angebot, diese Vorfälle im Vorfeld schon zu regulieren, gab es. Ja? Mhm. Es gab das Angebot, das so laufen zu lassen, dass es für alle kein Problem ist, dass es wirklich gesaved ist, dass aber trotzdem alle zu ihren Ausdrucksformen kommen können. Und das ist von Vereinsseite vielleicht nicht ernst genommen worden, vielleicht
hat man es auch bewusst nicht thematisieren wollen, das kann ich nicht sagen, aber da gab es einfach kein Interesse daran. Mhm. Und dadurch ist dann eine Situation entstanden, wo sich beide Seiten wahrscheinlich ein bisschen trotzig benommen haben, mhm, überreagiert haben, und dann diese Aussendung zu machen, ohne vorher ein Gespräch mit den betroffenen Fans zu führen, ist nicht klug. Vor allem etwas dann zu einem Problem zu machen, das eigentlich medial und auch für den Sportclub jetzt kein Problem war. Also das wurde ja erst zum Problem, diese Pyro-Geschichte wurde erst zum Problem für mehrere Personen, als der Verein das thematisiert hat. Es hätte eine kleine Strafe gegeben, das hätte man packen können. Im Stadion selbst hat das niemanden gestört, es hat auch den Wiener Sportclub nicht gestört. Die Leute, die es ausgeführt haben, haben auch sehr darauf geachtet, dass niemand zu Schaden kommt, dass niemand verletzt wird. Sind auch junge Menschen, die manchmal auch etwas so reagieren, wie junge Menschen halt reagieren. Mhm. Aber trotzdem, da ist viel Vorsicht ist da passiert. Man hat echt versucht, das möglichst, aber der Dialog ist schon, muss ich sagen, im Vorfeld von einer Seite verweigert worden. Und da hätte man klüger reagieren können, und dann nachher das noch größer aufzublasen, als es eigentlich ist, war dann schon, kann ich nachvollziehen, dass manche Fans das dann schon als Schlag in den Rücken empfunden haben. Ja, es gab ja dann auch dann die nicht nur die Wanderers, glaube ich, haben dann ein. Ja, aber auch wir als Dachverband haben dann gesagt, dass das ist kein Dachverband-Boykott jetzt. Ja? Also das können wir nicht tun, dafür sind wir nicht da. Das müssen die Fanclubs selbst entscheiden, wer da jetzt boykottiert und wer nicht. Und das haben sie entschieden. Auch nicht alle im Dachverband waren mit diesen Entscheidungen einverstanden, aber das ist nun mal so. Und die Fanclubs sind ja trotzdem autonom und können ihr Ding machen. Aber die gemeinsame Sache ist dann im Dachverband, aber der Dachverband versucht halt auch möglichst wenig Partei zu ergreifen, auch wenn viele Mitglieder des Dachverbands in ihren Fanclubs aktiv sind. Was denkst du, könnte die Fans machen, um da diese Brücke zu schlagen, beziehungsweise um da halt mehr Harmonie zwischen Verein und Fans herzustellen? Ja, es hat ja am Anfang ganz gut ausgeschaut und waren ja viele Gespräche, die sind dann sehr, sehr schnell veräppt, die Kommunikation, weil der Bedarf an den Fans in der direkten Arbeit nicht mehr so vorhanden war. Okay. Muss man schon sagen. Der Dachverband oder die Fans können nichts anderes machen, als weiterhin das Angebot zu machen. Wir sind bereit, Fananliegen gemeinsam mit euch auszuhandeln, sind aber nicht eure Befehlsempfänger. Wir sind nicht dafür da, dass ihr uns erklärt, wie unsere Fanszene sein soll. Mhm. Das möchten wir gern selbst bestimmen, aber wir sind auf keinen Fall so, dass wir in Opposition gehen von vornherein, sondern dass wir immer bereit sind dafür, diesen Dialog zu führen. Mhm. Aber den müssen halt beide Seiten mit dem gleichen Respekt und auf Augenhöhe führen. Ja, dann beide. Kann das funktionieren. Das ist richtig. Und wenn das eine Seite nicht so wichtig empfindet, dann muss man das akzeptieren. Man kann niemanden dazu zwingen, mhm, aber das Angebot wird es immer weiter von uns geben. Und wir haben ja auch Gremien geschaffen, die ja jahrelang nicht möglich waren, wie den Fanbeirat oder so, um dort Anliegen zu transportieren. Und man kann nicht mehr tun, als den Verein auch wieder aufmerksam zu machen, dass diese Gremien auch eine Möglichkeit für den Verein sind, Sachen zu arrangieren und sich einfacher zu machen, mhm, mit den Fans. Mhm. Aber man darf es halt nicht, dass das begreifen, dass man das benutzt, um die Fans irgendwie Aufträge zu erteilen oder sie zu instrumentalisieren. Dafür ist es nicht gedacht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist es auch, nicht nur unserem Verein, sondern generell dem Fußball klarzumachen, dass der Fan auch wichtig ist. Naja, ohne den gäbe es keinen Fußball. Und gerade bei der Vienna ist er wichtig. Bei den Vereinen ist es natürlich ein bisschen anderer Ansatz, ne? Weil die denken natürlich ans Geld, die denken ans Geschäftliche. Der Fan ist jetzt nicht so wichtig geschäftlich, da ist der Sponsor wichtig. Ja, aber jetzt reden wir von der zweiten Landesliga. Und richtig, das ist jetzt wirklich ein bisschen lächerlich da. Aber ich mag das niemandem was unterstellen, aber es ist schon so, der Fußball ist attraktiv durch seine Fankultur. Geld allein bringt dir keine Leute ins Stadion, bringt dir auch keine Sponsoren, wenn du keine Zuschauer hast, die du irgendwie involvierst. Und man sieht das ja bei Vereinen, die das ganz offensichtlich versuchen, die haben dann Publikum, wenn sie Erfolg haben, und dann kein Publikum mehr, sobald der Erfolg auch nur ein bisschen ausbleibt, ist das Publikum weg. Das heißt, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht klar überlegt. Und da gibt es andere Vereine, die das ganz anders machen, ja, die da schon klüger sind. Ich denke mal, wir haben jetzt auch eine Chance in der zweiten Landesliga, weil wir eben so eng zusammen sind und uns eh gegenseitig brauchen, ja, dass wir da auch einfach klüger und besser zusammenarbeiten und da etwas aufbauen, was auch nachher Bestand haben kann in höheren Ligen. Mhm.
oder zumindest dann so in professionelle Hände übergeben werden kann. Es gibt Vereine, die das als Beispiel durchaus gemacht haben. Ich sage nur Augsburg. Okay. Die haben Leute aus der Fanszene gezielt rekrutiert, als sie in der 5. Liga oder 4. Liga waren, die dann Managementfunktionen übernommen haben, die den Verein bis in die Professionalität geführt haben. Dann die meisten natürlich gesagt haben, jetzt wird das ein Fulltime-Job, jetzt gehen wir raus, aber sie haben eine ganz andere Struktur übergeben. Manche sind noch geblieben, ja, aber da war der Präsident, der damals neu kam, war klug genug, das zu erkennen, wer da alles im Block steht und wie man das nutzen kann und die Leute haben auch bereitwillig mitgearbeitet und deswegen ist bei Augsburg auch eine andere Philosophie und andere Stimmung da. Aber wie gesagt, das kann nur auf Augenhöhe mit Respekt passieren. Und Miteinander. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann haben die Fans keine Lust mitzuarbeiten. Das muss man ganz klar sehen. Ja? Wozu sonst? Es gibt ja kein Geld dafür oder irgendwas anderes. Ja. Also wenn ich nicht einmal respektvoll behandelt werde für meinen Anteil, den ich dann daran habe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Wie gesagt, ich komme auch wieder auf Augsburg zurück und solche Vereine. Mhm. Die haben da schon ganz andere Sachen aufgebaut und deswegen können sich die jetzt auch halten und sind nicht nur ein Saisonenwunder oder sowas. Ja? Okay. Und das muss ich halt schon sehen. Ja? Und auch wenn der sportliche Erfolg ein bisschen ausbleibt, ist trotzdem wichtig, auch Geld für eine gescheite Struktur im Hintergrund zu haben. Das fängt beim Platzwart an, geht über Marketingbeauftragte, was auch immer. Ja? Also es schadet nicht, dort zu investieren und hinzuschauen. Mhm. Vor allem, wenn man aus dem Managementbereich kommt und die Erfahrungen und das Wissen auch darüber hat. Und vielleicht sogar auch eine passende Plattform. Ja, und vielleicht auch, wenn man klug ist, Leute dafür nutzen kann, die das Know-how haben und vielleicht auch kein Geld dafür verlangen. Mhm. Aber die Struktur einfach mal zu legen und das Grundsystem zu legen, auf dem man länger aufbauen kann. Mhm. Das Problem ist natürlich auch, dass manchmal auch sportlich die Zeit einfach davonläuft. Ja? Weil wenn du zu lange in einer gewissen Liga verharrst, dann nutzen die professionellen Strukturen im Hintergrund auch nicht, dann wird das schwierig. Also ich meine, in der zweiten Landesliga ist einfach kein Geld zu machen. Es ist auch in der Wiener Liga kein Geld zu machen. Da muss man durch und da muss man möglichst schnell raus. Es beginnt ein bisschen mit der Regionalliga, aber auch die erste Liga ist schwierig. Ja? Da sind wahnsinnig viele Kosten, wenig Einnahmen im Verhältnis. Wirklich auszahlen tut sich erst ganz oben. Ja, stimmt. Aber zumindest man kann überleben in der ersten Liga, wenn man es klug anstellt. Mhm. Auch so Vereine wie Hartberg oder so beweisen das ja. Und zwar gut. Ja, absolut. Die sind jetzt am Weg nach oben. Also ohne großartig jetzt sportlich zu dominieren oder so. Aber ein ewiges Mitglied gewesen zu sein in der ersten Liga, hat Hartberg wirklich über 20 Jahre oder 15 Jahre bravourös gezeigt. Ne? Mhm. Da gab es genauso Beispiele des Gegenteils, wie Schwadorf oder sowas, ne? Die eine Saison und dann pleite gehen. Ne? Nicht so aus, als wäre es vielen anderen so wichtig. Und auch vielen Wiener-Fans scheinbar nicht, weil sonst hätten sie sich irgendwie eingebracht. Woran glaubst du, ist das gelegen oder woran liegt es generell? Weiß ich kann nicht sagen. Wiener war nie ein Verein, der die Massen begeistert hat. Und natürlich, wenn nur wenige Leute von Haus aus irgendwie von den Vereinen begeistert sind, dann bleiben auch nur ganz wenige übrig, die dann auch wirklich erhalten wollen. Es gab immer wieder viele Sympathisanten der Wiener gegenüber, weil wir auch schon so schön harmlos sind. Aber das sind ja dann nicht die Leute, die sich da involvieren würden. Genau kann ich es nicht sagen, woran es liegt. Was mich wirklich etwas verstört hat, war, dass man so eine gute Nachwuchsarbeit und auch die Frauenteams dann wahrscheinlich auch einfach fallen lassen würde. Und das sind doch ein paar hundert Jugendliche, die davon profitieren. Und da habe ich die Stadt auch nicht ganz verstanden und da habe ich auch viele andere nicht verstanden. Allein das wäre ein Argument gewesen, diesen Verein zu erhalten. Ja, aufgrund dieser Nachwuchsstrukturen, die wirklich sicher nach Rapid und Austria in Wien die stärksten sind, ja, und besten sind. Und das hat mich am meisten verwundert auch, also dass da nicht mal ein Aufschreib gab, auch vom Wiener Fußballverband nicht oder was auch immer. Ja, also gerade die. Das ist komisch. Ja, die haben das Gegenteil eher betrieben, ja. Also die haben einfach als Majestätsbeleidigung aufgefasst, der ÖFB und der Wiener Fußballverband, dass man da überhaupt Einspruch erhebt gegen dieses Urteil und das nicht einfach nimmt. Und deswegen auch die zweite Landesliga. Also das ist schon eine recht trotzige Aktion auch gewesen, meiner Ansicht nach. Okay. Und auch denen war es scheinbar ziemlich egal, ja, dass da ein paar hundert Nachspruchspieler und die Frauenteams auch damit untergehen. Die Wiener waren nie ein Verein, der großen Zuspruch hatte. Von der Masse. Das lässt dann aber jetzt nicht gerade für die Zukunft hoffen, ne? Weil
Naja, eben. Und deswegen muss man andere Marketing oder andere Einzigartigkeiten entdecken, wie man den Verein einfach populär und attraktiv machen kann. Und das ist nicht der sportliche Erfolg, das wissen wir. Es ist natürlich ein Teil das unglaubliche Stadionerlebnis, es ist ein Teil Tradition, aber ich glaube, der wichtigste Teil ist eine blühende, attraktive Fankultur und nichts anderes. Und damit kann man punkten, aber damit werde ich jetzt auch nicht den Karl-Marx-Hof auf die hohe Warte holen. Es gab auch immer wieder ganz gute Aktionen, Studenten gratis Eintritt oder so, und das hat schon einige Leute auf die hohe Warte gebracht. Das war in den 90er Jahren, in den 80er Jahren gab es das schon. Ich weiß nicht, da muss man sich eben was einfallen lassen. Das ist eben keine einfache Aufgabe. Da muss man wirklich an Schmäh haben. St. Pauli ist ja, warum ist St. Pauli so populär geworden? Und ich meine, ich kann in jede Stadt dieser Erde fahren, ich werde dort Leute mit St. Pauli-T-Shirts sehen. Ja? Das ist unglaublich, was da passiert ist. Ja? Wobei St. Pauli die Rechte fürs Marketing gar nicht mehr hat. Die haben die ja schon lange verkauft, ja? in ihren schwierigsten finanziellen Phasen. Aber warum ist man, St. Pauli war ein völlig unbedeutender Club. Warum ist der berühmt geworden? Ja, weil die Hafenstraße daneben war, weil St. Pauli einfach ein verruchter Ort war, weil es verrucht war, zu St. Pauli zu gehen ins Stadion. Das war ein ganz anderer Mythos, der die Leute dorthin gezogen hat, und nicht die sportlichen Erfolge. Und weil es auch einfach ein Platz war, wo sich Leute entfalten konnten, wo sich eben andere Fankulturen entfalten konnten, die halt mehr von der Punk-Szene in der Hafenstraße beeinflusst waren, als jetzt, weiß ich nicht, von Industriehallen, wo Leute gearbeitet haben. Und immer so einen verruchten Nimbus rundherum, und der ist dann ganz gut auch genützt worden. Ja? Und irgendein Punk ist mal auf die Idee gekommen, mit einer Totenkopfflagge, der ist eh bekannt, aber aufs Match zu gehen, und der Verein hat das mittlerweile im Logo. Ja? Mhm. Also da hat man erkannt, okay, man muss einfach auf andere Dinge setzen, ja? Hat auch dann ganz viel draus gemacht, und deswegen ist der so populär geworden. Und es ist einfach unglaublich. Man sieht überall in der U-Bahn, überall haben Leute, in jeder Stadt in Europa haben Leute irgendwie St. Pauli T-Shirts an. Man entdeckt das immer wieder, ja? und bekennen sich zu dem Verein, weil der Verein einfach nicht nur für Fußball steht. Der steht für viel mehr. Du weißt, wenn jemand ein St. Pauli-T-Shirt hat, ist er ganz sicher kein Rechtsradikaler. Wenn er ein St. Pauli-T-Shirt anhat, wird er wahrscheinlich auch kein Rassist sein, im besten Fall. Ja, also da kann man doch halbwegs davon ausgehen. Also sicher mehr als bei anderen Fußballvereinen. Also auch da Marketing. Und das macht ihn attraktiv. Ja. Wie soll die Vienna sich positionieren dazwischen? Ja, eben. Über das Sportliche wird es schwierig. Wie gesagt, man muss da eben raffiniert sein, man muss klug sein. Und das haben Leute auch schon angeboten im Laufe der Zeit, die eben aus diesen Bereichen Marketing oder was auch immer kommen und haben gesagt, okay, wir setzen uns gerne mit dem Verein zusammen und überlegen uns Strategien oder Geschichten, wie man da den Verein populärer machen kann. Also St. Pauli Größen wird er nie erreichen, ja, aber zumindest, weiß ich nicht, die Besucherzahlen oder zumindest die Mitgliederzahlen und die Zahlen, die der Verein auch vorgibt, das Ziel zu haben, sieht sie auf der Website, zumindest das zu erreichen. Ja. Also das könnte man schaffen. Aber das kann man nur gemeinsam schaffen. Das kann man nur gemeinsam schaffen. Nur gemeinsam, ja. Dann muss ich halt die ausgestreckte Hand auch nehmen. Lieber Thomas, danke dir für deine Zeit und das nette Gespräch. Gerne, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit.